finde ihn wirklich sehr stark, aber Kimpembe ist halt brutal überzogen. Aber er ist halt für mich in dem Spiel ist er Wahnsinn. Ja, servus Leute, willkommen zurück. Wie ihr vielleicht vorher schon gesehen habt, habe ich mit Emir eine Partie FIFA gespielt. Ist für mich leider nicht gut ausgegangen, aber soll man machen. Aber egal, wir bauen uns jetzt unser eigenes Ultimate Team, genau. Oder? Bauen wir uns jetzt zusammen und schaut zu und lernt, wie man dann ein richtiges Team baut. Auf jeden Fall bauen wir jetzt ein Team. Lieblingsaufstellung von euch? 4-2-3-1 wollte ich am meisten, aber... Ja, passt mal. 4-2-3-1. Ja, bin ich dabei. So, da haben wir die 4-2-3-1. Ja. So, Keeper, was sagt ihr? Das sind sozusagen die besten, sondern die teuersten. Ne? Was ist meine Taktik jetzt? So als nicht FIFA-Spieler. Einfach immer den ersten von ja, wenn du jetzt nur Icons reingibst, dann passt es eh, aber. Ja, wir bleiben mal ein bisschen realistisch. Genau. Würde ich schon Donnarumma nehmen, weil der ist schon ein richtiges Biest im Spiel. Donnarumma? Ja. Was sagst du? Ich hätte jetzt mehr Neuer gesagt, aber. Echt? Jetzt müssen wir uns entscheiden irgendwie. 2022 ist Donnarumma sein, ja. Bitte. So, was sollen wir machen? Die beiden Außenverteidiger oder lieber die Innenverteidiger? Machen wir zuerst die Innenverteidiger. Ja, Innenverteidiger? Kopf, ja, deutsche Spieler im Kopf. Ja, natürlich sind die Icons jetzt hier am Start. Ja. Für dich kann ich nochmal auch natürlich zeigen, gehen wir auf Next, zweite Seite. Haben wir natürlich auch ein paar Icons am Start und das sind die neuen Hero-Karten. Kurz eine Frage, wie oft musst du Next drücken, bis wir kommen? Gar kein Problem. Ja, bei zentralen Mittelfeld, bei Innenverteidiger wird es lange dauern. Ja, was sagt ihr da? Also zwei Innenverteidiger brauchen wir. Natürlich Link zu Donnarumma, ja, muss ja auch irgendwie was. Ja, ich finde, Marquinhos ist sowieso, oder? Ist nach den Icons der beste derzeit spielbare oder derzeit aktive Spieler, oder? Marquinhos ist schon solide auf jeden Fall. Marquinhos ist schon und ich finde, also ich glaube, können mir alle FIFA-Spieler da auch zustimmen, dass Kimpembe, auch wenn er sein Rating nur 83 ist, dass der unglaublich stark ist in dem Spiel. Okay, du zockst ja Ultimate Team. Genau. Ich sag jetzt nicht fast jeden Tag, aber so in der Woche bestimmt 2-3 Mal. Ja. Findest du Marquinhos auch in Real Life zum Beispiel auch sehr stark? Ich finde ihn wirklich sehr stark, aber Kimpembe ist halt brutal überzogen. Ja. Er hat sicher, er ist auch sicher auch ein Weltklasse oder ein super Verteidiger, aber zur absoluten Elite gehört er jetzt nicht. Aber er ist halt. Für mich in dem Spiel ist er Wahnsinn. Ich habe jetzt mit ihm gequatscht. Mhm. Wir beide sagen Marquinhos und Kimpembe, wenn es okay ist. Mhm. Das ist auch bestätigt einfach. Wir sind nicht eigene Spieler. So, Kimpembe schreiben wir mal kurz. Aber jetzt kommt dein Part natürlich. Und zwar die beiden Außenverteidiger. Hakimi und Otibe gibt es. Was auch neu rauskommt, ist Atal. Traoré auch mit Tempo, ne? Klaus auch natürlich. Atal. Mal sehen, was dann am Ende hier oben wird. Ja, und gucken wir mal. So, auf der linken Seite dann. Du kannst natürlich auch eine Icon nehmen, ne? Also ich weiß, aber ich sage halt so trotzdem, für mich, ich spiele selber mit Mondi von Real. Auch ein Franzose, der passt perfekt zum Link und der ist halt auch richtig stark in den Spiel. Also von Real Madrid, Fernand Mondi. Kostet nur noch 43.000 Coins. Ist auch nichts mehr. So, nach vorne jetzt. Zwei ZDMs haben wir hier am Start und noch ein ZOM. Wo sollen wir anfangen lieber? Rechts, links, Mitte? Rechts. Rechts? Mhm. Also, da haben wir den Seco Fofana. Verratti ist auch am Start. Renato Sanchez hat auch eine neue Karte bekommen. Das ist der Tchouaméni. Ja, auch eine gute Karte. Schon mal gezockt? Ja. Auch wirklich Fofana, nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen mal so eine Special-Karte. So eine Special-Karte? Verratti. Verratti. Ja. Okay, gehen wir mit Verratti dann. So, dann links oder Mitte lieber? Mach Mitte. Wen willst du denn? Da müssen wir jetzt schreiben. Wir können mit einer Icon gehen natürlich oder mit einer Paris-Spieler. Da hätte ich gern Abedi Pelé. Mit Pelé schon mal gezockt? Also mit Abedi Pelé? Ja, habe ich schon mal. Und? Ist schon stark. Schon mal mit Abedi Pelé gezockt? Ja. Nein. Okay. Schon mal mit Jürgen gezockt? Schon mal mit Verratti gezockt? Mit Garget schon. So, dann links. Linker ZDM. Natürlich kann man mit einer Icon gehen wieder. Emil, was sagst du? Schon ein gutes Team. Du, du musst jetzt helfen. Wir müssen mit dem antreten und ich will das Spiel. Ich hätte gesagt Zidane, aber es hätte... Zidane? Ja, ist auch realistisch. Zidane. Ja, aber 2,3 Millionen ist schon viel aus. Ich hatte sogar einen 94er Zidane dieses Jahr. Ja. Dann nehmen wir Zidane. Ja, dann nehmen wir Zidane. Dann nehmen wir den 91er Zidane erstmal. So, bleiben wir noch ein bisschen realistisch. So. Also bis jetzt, zwei Ligen. Ja, La Liga-Spieler haben wir, Rest Französische Liga und ABD Pelé, Foot Hero Card und noch ein Icon. So, was machen wir jetzt vorne? So, natürlich könnte man auch einen Mbappé nehmen. Ja, Mbappé-Inform gibt es ja. Atal ist auch seit letzte Woche, glaube ich, jetzt hier am Start. Und gehen wir auf die zweite Seite. Pogba gut auf FIFA. Ja, Pogba ist auch krank. Meinst du? Ja, ist nicht so schlecht. Also dieses Jahr zocken die nicht so mit Pogba. Ich habe schon viele gehabt, die Pogba gehabt haben.
Also wenn ihr sagt Pogba, ja, dann nehmen wir Pogba. Ja, bei der Elite bei den Newcomers. Ist gar kein Problem, wir können auch Pogba gerne nehmen. Pogba? Ja? Ja, nehmen Pogba. Pogba, okay. So bin ich gespannt, was ihr jetzt hier so hier ganz genau hinmacht, so rechts. So klicken wir mal hier rauf. So, Mbappé empfehlen uns, Draxler. Auch eine tolle Karte ja, gewesen. Ja, richtig starke Karte. Aber hab den nicht gemacht, war mir irgendwie zu teuer. Ja, genau. Ja, dann, ja, Mbappé. Mbappé? Ja. So, Mbappé. Und ja, vorne im Sturm haben wir Beneda zum Beispiel zur Empfehlung, dann Dembélé. Dembélé empfehle ich euch nicht. Komm, wir haben Zidane Mittelfeld und Zidane vorne. Der 96er kommt der ganz vorne. Ansonsten. Geil wird das. Da ist es. Also, dein Mann, ne? Pack mal rein. Glaubst du, wird zum Spaß angezeigt? Nee, pack mal rein, warum nicht, ne? Boah, top Typ. Geh mal. Feierst du? Den willst du gleich gewinnen, ne? Naja, wenn du jetzt, sagen wir mal, genau jetzt heute mit FIFA anfängst, ich glaube schon, dass du ungefähr 5000 Euro ausgeben musst. Ja. Ist? Ja. Ohne Packlack so. Okay. Schon viel auf jeden Fall, ne? So, was sagst du das, für das Team so 1 bis 10? Eine Note, also ja, 1 bis 10 Punkte sozusagen. Was sagst du? 10 ist gut, 1 ist schlecht. Ne, 7. 7? Ja. Und bei dir? 8-2. 8-2? 8,2. Wie kommt der 8,2? Ja, ich sag mal so 8,3 dann. 8,3 dann. Ja, ich find's auf jeden Fall toll. Ja, gut gemacht, Jungs. Ja, und das war's auch. Gleich stark. Stark gemacht. Ich vertraue dem nicht mehr. Ich vertraue dem nicht mehr. Jawohl, stark. Leute, ich hoffe, es euch hat. Leute, ich hoffe, euch hat unser Ultimate Team gefallen. Ich denke, es kann sich richtig gut sehen lassen und mit dem Team kann man auch sehr viel gewinnen. Falls ihr bessere Teams habt, schickt die uns zu. Genau. Und wir können vielleicht ein paar Änderungen vornehmen. Ansonsten, ja, hoffe ich, es hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall auch von mir aus. Alle mal die Daumen nach oben, abonniert einfach und wir sind dann raus. Peace. Dankeschön. Auch von mir.